Aus dem Buch Madame Fangs Lächeln lese ich die Geschichte Kakerlake. Die Kakerlake zeigte sich zuerst mitten auf dem Bürgersteig im südlichen Teil der Nelson Road, wo sie am Rand des Bezirks Tsimshian-Shwe zur Prachtstraße von Kowloon wird. Zwei Passanten, zu einem Pärchen innig verflochten, bemerkten sie gerade noch rechtzeitig. Das Paar teilte sich in der Mitte, die Unterkörper bogen auseinander, während die Arme noch ineinander verschlungen blieben. So entstand ein Tor, das der Kakerlake Platz und würdigen Rahmen bot. Das zweite Mal kroch sie über die niedrige Steinmauer, die die Praia Road auf Chung Cha vom Hafen trennt. Es war schon dunkel, sie war nur als Schatten erkennbar, ein großer Käfer, vermutete meine Tochter hoffnungsvoll. Das dritte Mal war ihre Anwesenheit nicht klar erkennbar, sondern nur vermutet. Im Hotelbett krabbelte etwas über ein Bein, bei Licht besehen war da jedoch nichts. Das vierte Mal suchte sie meine Träume heim und begab sich in den Kofferraum des in Europa verbliebenen Kfz. Ich erschrak heftig. Es war mir, besonders in der Intimität des Traumereignisses, nicht möglich, über ein friedvolles Zusammenleben mit dem Insekt nachzudenken. Ich überlegte kurz, ob ich mein Auto entsorgen sollte, entschloss mich dann aber, die Kakerlake zu zertreten.